Natürlich muss dieser Monolith innerhalb verseuchten Gebietes liegen, oder was? Aber ja, so richtig war ich hier vorher noch nicht. Ich war zwar schon mal hier gewesen, komischerweise, auch wenn ich jetzt nicht weiß, was ich hier gesucht habe. Aber ich war noch nie am Eisenbahnbahnhof. Das weiß ich zufälligerweise ganz genau, weil ich immer dachte, ist das der Eisenbahnbahnhof oder nicht? Weil es ja so aussah auf der Karte, aber ich war nie hier. Aber warum war dann... Wenn man hier Sternzeichen entdecken kann? Aber warum waren dann da eben gerade, die Telefonzelle freigeschaltet? Sehr merkwürdig. Die Monster haben ganz schön zugebissen. Nicht einmal seine eigene Mutter würde den armen Kerl noch wiedererkennen. So ist es dann. Denn ich meine, das Einzige, was ich hätte wollen, ist ja echt nur das hier. Ich kann mich nicht erinnern, jemals gewesen zu sein. Aber warte mal kurz. Salvation Road? Ist gar nicht mal so lang, wie ich es gedacht hätte, dafür, dass ich es oft lese, gefühlt. Moorland dagegen schon ein bisschen länger, aber eben bloß Wasser. Egal. Tja, Leute. Ach, mal da. Ein so großes Stück abzuschlagen ist ganz schön mühselig. Alleine ist das nicht zu bewerkstelligen. Ach komm schon, versuch's wenigstens mal. Weichei. Also hier muss ich offenbar nicht tauchen, sondern muss Versteckung mir holen, ja? Zum Beispiel einen der drei Drillinge. Ich meine, es steht ja nicht, wie alt die sind. Oh, ist hier schon was ich brauche? Dieselbe Gesteinsart wie der Monolith. Ja, gehört wahrscheinlich dazu. Scheint erst vor kurzem abgeschlagen worden zu sein. Tja. Also, nach der Flut, ich weiß nicht, wann es gut gewesen ist, heißt, die könnte schon ein paar Jährchen alt sein. Von Harpunen durchlöchert zu werden, überlebt nicht einmal ein Monster wie dieses. Offensichtlich. Daher könnten die ja schon fleißige Arbeiter sein bei der Hilfe. Für die Hilfeleistung, fürs Helfen auf jeden Fall. Das ist echt der ganze Himmel voller Polarlichter hier. Unglaublich. Ja. Also da ist leider nichts, also gehe ich mal ins Haus da vorne rein. Ich habe eigentlich nur sonst da quasi eine Adresse bekommen von der. Und eben muss ich auch in ein Haus reingehen, sonst kam ich nicht weiter. Wird schon passen. Hallo? Der Doktor ist da? Ich wollte ein paar die Drillinge untersuchen. Ist offenbar auch gleich Fall fürs Jugendamt hier bei dem ganzen Gerümpel und dem Dreck und Staub. Hygienezustände gleich null, würde ich sagen. Das geht so nicht, gute Dame. Hallo? Hier? Ich bin Jugendamtverwalter. Hallo? Wo sind Sie? Wir müssen reden. Oh, eine Wand. Hallo? 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 Kommt mir das so bekannt vor hier? Mensch. Oder warte, war das am Ende sogar... Ah! Nee. War doch. Ist das der Ort, wo mein Doppelgänger gewesen ist? Weil es sieht im Prinzip so aus, nur gut, die Tür ist jetzt nicht eingeschlagen und hier fehlen noch ein paar Sachen, aber ist auf jeden Fall das gleiche Haus und das würde zumindest erklären, warum ich hier schon mal war, wegen der Telefonzelle, aber ich glaube, da gab es auch einen Keller, den gibt es hier nicht. Ne, ist ein anderes Haus dann. Ist generell auch überhaupt nichts zu holen gerade. Auch hier gibt es sowas ähnliches wie im Keller, ist bloß irgendwie verdeckt. Und ohne direkten Zugang, einfach nur ein Loch im Boden. Gut, hier ist überhaupt nichts. Also ich weiß nicht, warum das hier ist. Das ist natürlich überhaupt nichts zu holen gerade. Ist auch nicht das Haus, was ich suche. Wobei ich auch nicht weiß, ob ich ein Haus suche. Ich weiß nur Drilling und so weiter. Dass der Monolith da ist. Also dass ich ein Drilling was machen muss, stand da auch nirgendwo. Aber ich habe schon wieder offensichtlich einen kleinen Hinweis nicht gesehen. Kann ich da rumschippern? Wird wohl auch nicht viel bringen, oder? Auch keine Erwähnung der Newbridge Age. Ave. Insofern wird da schon nichts auf mich warten. Die Monster haben ganz schön zugebissen. Hier jetzt noch Hinweise suchen. Nicht einmal seine eigene Mutter würde den armen Kerl noch wiedererkennen. Ganz schön doof.
Ah, hier war ich noch nicht gewesen, glaube ich. Tatsache. Aha. Auf jeden Fall Handarbeit. Scheint vom Monolithen zu stammen. Und immer noch nicht. Aha. Beeilt euch! Ich glaube, ich habe etwas gehört. Da ist ein Polizeimann dabei, wie es aussieht. Strengt euch mehr an! Wir brauchen dieses Stück vom Monolithen. Es ist gesegnet. Okay. Die Wildbiester haben unsere Witterung aufgenommen. Beschützt den Stein! Dann schauen wir uns das mal an. Boah. Das sind alles Wildbeester, wenn sie anders aussehen? Strengt euch mehr an! Wir brauchen dieses Stück vom Monolithen. Beeilt Scheint mir bald so. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Die Wildbiester haben unsere Witterung aufgenommen. Beschützt den Stein! Fanatiker schlugen ein Stück vom Monolithen ab und konnten sich damit davonmachen. Offenbar ist es genau das Stück, das ich selbst brauche. Na toll. Heißt aber schon mal, ich muss nichts rausschlagen oder jemanden groß hier belagern. Aber ich habe noch nicht alles gefunden. Hier fehlt immer noch ein kleines Detail. Oder zwei, wenn ich Pech habe. Die Monster haben ganz schön zugebissen. Ja. Nicht einmal seine eigene Mutter würde den armen vielleicht? Kerl noch wiedererkennen. Dieselbe Gesteinsart wie der Monolith. Soweit so klar. Scheint erst vor kurzem abgeschlagen worden Neues. Zu sein. Nichts Neues, überrascht mich aber auch nicht. Ja. Ich muss ja auch wissen, wo die hingegangen sein könnten. Ich habe ja keinen Plan, wo ich jetzt danach suchen soll. Weil dass sie was haben, schön und gut, aber was bringt mir so das? So großes Stück abzuschlagen ist ganz schön mühselig. Alleine ist das nicht zu bewerkstelligen. Ist auch nur ein Symbol drauf, ne? Auf jeden Fall Handarbeit. Ja. Scheint vom Monolithen zu stammen. Weil wir haben ja gelernt, wir haben inzwischen ein paar Gegenstände, wo man zweimal draufklicken muss, damit was passiert, aber das gehört nicht dazu. Ja, also hier ist nichts weiter zum Angucken. Und doch sonst kein Hinweis, wo ich jetzt hin muss. Man sollte meinen, bei den Männern selbst irgendwas noch zu finden, wo ich jetzt schlussfolgern kann, wo sie hingelaufen sind, aber... Manno! Frau! Was so zum Teufolo? Tja. Schön und gut. Aber... Weiter weiß ich auch nicht. Ich meine, an der Kreuzung. Aber da komme ich ja nicht rein, wie es aussieht. Oder ich lasse mal zurück und ist doch vielleicht da. Müssen Spuren hinterlassen haben. Ja. Muss vielleicht jetzt draußen nachgucken. Weil, oh. Die lang schon mal nicht. Dann seht ihr gewiss dadurch gelaufen, wa? Wobei die Harpunen, ja, die haben es lang geschliffen, dann muss ich ja dahinter sein. Dann gehe ich jetzt mal hier rüber. Rüber. Danke. Ach, guck mal, hier ist noch was. Ach Mensch. Aber nur Munition, ach toll. Ach, jetzt kommen sie auf einmal, die Teile. Ich habe noch ein Gewehr, wa? Nachladen. Bringt nicht so viel. Bam. Hey. Tot? Nein. Dachte schon. Verdammt. So. Ich hätte gerne ein bisschen Munition. Ich hoffe, es ist der richtige gewesen gerade. Ja. Zweimal zwar bloß, aber meine Güte. Das hier war ich aber nicht. Aha. Luthor's Kill. Ui. Das hat gut was gegeben. Also viel, also nicht unbedingt... Also quantitativ. Yay! Da kommt Freude auf. So, also die Schleifspuren. Ja, die enden hier. Vor dem Ding. Ich sehe auch weiter nichts. Gehört das zum Stein dazu? Ja, ich meine, das sind Steine. Ja, da gehen die Spuren weiter. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui, wie hast du so viel Zeug überall?
Ah, weil ich es kann, nicht weil ich es brauche. Zack, geht auch wieder. Zack, geht auch wieder. Top Sache. Nochmal versuchen. Nein. Das Monster war sofort tot. Wo willst du was wissen? Gerade bei diesen Monstern weiß man nie genau, wann die tot sind. Oh, wow. Wow. Ach nein. Und schon kommt so ein Riesenvieh, was ich gar nicht haben wollte. Ich meine, ich könnte es töten. Ich habe die Sachen dafür, aber ich will das gar nicht tot dann. Ich will schon wieder drei meiner Dinger werfen, um es kaputt zu sprengen. Hab ich gar nicht so die Lust drauf. Ich wollte nur eine Kiste da drüben looten. Wenn ich jetzt wieder rübergehe, ja? Bleibt ihr hoffentlich fern. Ich komme nicht in euer Revier, dann ist alles in Ordnung. Okay, wir haben einen Deal. Das ist natürlich trotzdem noch, das muss aber mal sein. Ach ja, da war ich ja stand gewesen. Toll. So, bin ich hier immer noch im verseuchten Gebiet eigentlich? Ja, ich bin, glaube ich, gar nicht im verseuchten Gebiet, weil hier gar keine so eine Anzeige ist. Sind die denn hier durch? Nee. Wird jetzt die Spuren gewesen hier. Doch, muss ja da durch. Anderer Ort scheint nicht möglich zu sein. Tada! Ich glaube, hierbei geprescht sind sie. Nur um dann keine weiteren Spuren zu hinterlassen. Sehr schön. Ja. Hey, da ist doch was. Nee. Doch nicht wirklich. Ja, also, ja. Wenn ihr Spuren auf dem Boden seht, von den Reifen und so weiter, sagt Bescheid. Ich sehe keine. Hier sind Spuren, aber es sind nicht direkt diese Spuren. Einfach nur Kerben in der Landschaft, würde ich sagen. Vor allem fehlt mir auch mal hier der Hinweis irgendwie. Ich muss noch irgendwas übersehen haben da drin. Ja. Guck mal, hier laufen Leute rum. Ich fühle mich gleich sicherer. Aber auch falsch. Leider. Ich meine, die sind eindeutig da lang gekommen. Das ist wohl sicher zu sagen. Ach, warte kurz. Ach, hier ist der ja, der Karren. Das Holz ist aufgrund der Feuchtigkeit schon ganz morsch. Ist ja alles hier. Die kam gar nicht so weit. Guck einer an. Mit dem möchte ich nicht tauschen. Die habe ich gar nicht gesehen eben gerade. Ha, ha, ha. Tja. Da. Oha. Aufzeichnung mit Stein. Auf jeden Fall Handarbeit. Scheint von Monolithen zu stammen. Ich würde gerne das Dingens aufmachen. Das Buch ist voller Blut. Echt? Hoffentlich kann man es noch lesen. Wir versuchen es mal. Tagebuchseite mit Blutflecken. Freut es mich sehr, unserer Gemeinschaft als Chronist dienen zu dürfen. Die Geschichte unseres Aufstiegs wird durch meine Hand niedergeschrieben. Vor 2 Tagen. Das gesegnete Stück des Steins gefunden. Es ist so nah. Der Augenblick unseres Aufstiegs rückt näher und näher. Neuer Hauptsitz unserer Gemeinschaft im westlichen Teil des Bezirks The Shells, in der Justice Street zwischen der Inner Shine Street und der Warren Road. Dem Stein näher, damit er leichter transportiert werden kann. Dankeschön. Alle Schlüsselhinweise gefunden, yay. Mehr gab's auch nicht. Gut. Warte, aber ich traue mich noch fast gleich. Ich traue mich ganz kurz. Ich laufe. Hat sich gelohnt. 4-mal und 3-mal Schießpulver und Patronen. Edge Badge. Seht mich nicht, ich bin weg. Oh fuck. Ich habe mich getäuscht. Okay. Ist denn egal. Ja, jetzt lauf bloß weg. Hilfe! Oh. Es ist wie Rumpelstilzchen versunken im Erdboden. Und zur Hölle gefahren. Hier. Hat's gemacht. Sehr lustig.
Tja, also... Das hier ist wahrscheinlich noch so ein Bezirk, der zwar so einer ist, aber als solcher noch nicht gekennzeichnet wurde von den Leuten, weil es da auch mal nicht so dramatisch war. Jetzt wird man natürlich empfehlen, dass man dann vielleicht auch irgendwie mal alles absperren soll. Kommt dann wohl erst im Laufe der nächsten Tage oder so, naja. Wir wissen auf jeden Fall jetzt, wo wir hin müssen. Warte kurz, das könnte man ja auch gleich markieren eigentlich. The Shells West. Bin ich doch schon. Justice Street. Inner Shine. Hier. Und Warren Road. Also hier. Auf der Justice Street. Also direkt das Boot nehmen und rüberfahren. Okay. Das, liebe Leute, tun wir aber erst in der nächsten Folge. Geht's gut? Denn, Tatsache, heute habe ich es nochmal geschafft, das Ende abzuwägen. Das Ende abzuwehren. Und zu vertagen, letztendlich. Auf frühestens nächste Woche. Bin gespannt, wie lange ich noch spiele, tatsächlich. Ob es dann doch noch eine Aufnahmesession mehr wird, aber ich denke eher weniger. So oder so. Ich hoffe, und das ist aber recht wahrscheinlich, dass es noch genug für eine Finalfolge wird. Aber für heute ist aus. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.